Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode Feed the Beast. Mit mir und dem Beast. Ja, so sieht's aus, Klaus. Wir haben hier ist nicht viel passiert seit der letzten Episode. Ich habe meine 7 Golden Nuggets und mache mich gerade auf den Weg nach Obbe zu unserer improvisierten Basis hier. Und meine Herren, ist das ein langer Weg. Wo sind wir denn hier eigentlich so y-mäßig? 180 irgendwas. Wahrscheinlich sogar 190 irgendwas. Ja, so ziemlich 190. Also man muss schon mal sagen, in den alten hier Minecraft-Versionen wäre das gar nicht gegangen. Aber so ist das eben. So, was können wir jetzt machen mit den Golden Nuggets? Ich habe schon gesagt, wir lernen sie erstmal. Haben wir, glaube ich, schon. Genau. Und dann, der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Super, klasse Baum. Du bist der Beste. Oder auch nicht. Wir machen uns einen Golden Ingot aus den Golden Nuggets. Natürlich machen wir das. Das lernen wir und jetzt nehmen wir den Golden Ingot und den Philosopher's Stone und bekommen 8 Eisen. Ah, ja, wir haben Eisen. Wir haben Eisen. Was schon mal sehr cool ist. Aber, ja, nicht so cool wie das, was euch jetzt erwartet, denn wir verbrennen unser Rotten Flesh und holen uns mal 3 Stacks Cobblestone und was weiß ich, ein Obsidian und noch 8 Cobblestone, so. Denn wir wollen, was wollen wir denn mit dem Cobblestone anfangen? Wir wollen natürlich uns einen kleinen Weg zum Monument bauen. Ich habe euch versprochen, wir schauen heute mal rein. Und ja, das dürfte reichen. Kann man das ja eigentlich lernen? Ja, das kann man lernen. Übrigens auch meiner Meinung nach ein bisschen seltsam, dass ein Slab ein EMC-Wert ist. Und, also, 3 Slabs sind logischerweise 3 EMC, aber... Ne, Quatsch, 6 Slabs, 6 EMC und... Ne? Naja, irgendwas mit dem Stone halt, gell? Eigentlich müsste es ja weniger als ein EMC-Wert sein. Denn wenn ihr jetzt überlegt, ich kann jetzt hier einfach Slabs verbrennen. Und statt 3 Stacks habe ich jetzt 6 Stacks. Hm. Ich überlege gerade, da das Ganze hier sowieso eigentlich irgendwie darauf basiert, dass man unendlich EMC herstellt, ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich mir das hier so anschaue... Dürfte mir das ja eigentlich niemand übel nehmen. Dass ich mir hier ein bisschen EMC aus dem Nichts generiere. Das ist ja nicht mein Fehler, das ist ja so in dem Spiel enthalten. Und wer das bemerkt, der hat natürlich Glück gehabt, weil, wenn ich mal ehrlich bin, so ein Darkroom und so ein Kuhmelker und sowas, die sind doch im Endeffekt genau das Gleiche. So, wir holen uns mal hier noch 4 Eisen als Ersatz und machen uns dann mal auf den Weg. Och nö, es ist dunkel. Es wird dunkel. Wir wissen ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Kommen wir da so etwa an? Ich glaube, wir machen mal so 3 breit. So. Ich weiß gar nicht, warum ich noch niemanden gesehen habe, der das mit dem Cobblestone ausnutzt. Vielleicht ist es wirklich zu einfach. Stell dir mal vor, ich kann das jetzt in den Automatic Crafting Table schmeißen. Und dann einfach in einen Energy Condenser pumpen und dann aus dem Energy Condenser einfach wieder den Cobblestone in den Automatic Crafting Table und dann habe ich im Prinzip einen riesen Overflow an EMC. Mal ganz ehrlich, irgendwie ist es auch nichts anderes als so eine Melkmaschine oder ein Darkroom. Die produzieren ja auch aus nichts EMC. Naja, vielleicht, wenn ich es brauche. Ich hätte gerne Bone Meal, dann könnte ich mir einfach ein paar Bäume züchten und sie niederfällen. Und eigentlich sollte doch Inventory Tweaks meinen einen Slot immer wieder auffüllen. Wir machen das mal kurz so. Und da, und da, und da. Und dann gucken wir mal. Und warum zum... was auch immer, habe ich meinen Philosopher's Stone mitgenommen. Das finde ich jetzt nicht so praktisch. Aber was ich mitnehme, ist... Habe ich das Schwert eigentlich gelernt? Ja. Ich müsste doch jetzt hier eigentlich mir einen... Kann ich das verbrennen? Ja. Ein neues Stone Sword holen können. Und ich meinte, ich hätte die Pickaxe auch gelernt. Naja, machen wir jetzt einfach eine neue.
So, und ich weiß, dass ich bei dem Schwert gerade E und C vernichtet habe. Aber so ist das hier. Jetzt habe ich sie gelernt. Eigentlich könnte ich sie mir ja gleich aus Eisen machen. Nah. 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 Stein wird jetzt erstmal reichen. Das ist meine Strafe dafür, dass ich so schlau war, meine Dark Matter Pick zu zerstören. Und was haben wir hier? Ja, das werdet ihr euch jetzt fragen. Das sind für die Leute, die Fate the Beast kennen, dürfte das hier fremd sein. Ja, ich habe Thormcraft installiert. Ich habe das bei Nearby Gamer gesehen und der hat sich sogar eine spezielle Version dafür anfertigen lassen, bei der in den Truhen im Prinzip Belohnungen drin sind für Thormcraft, wobei ich mir gedacht habe, na, das ist ein bisschen überflüssig. Denn, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Gut, wenn ich das hier mache, dann kann ich aber immer noch drüber hüpfen. Wenn ich das hier oben drauf setze, kann ich dann noch drauf hüpfen oder kann ich dann drunter durchlaufen? Nein, ich kann weder drauf hüpfen noch drunter durchlaufen. Dann machen wir das doch einfach so. Denn wir wollen ja nicht runterfallen. Ja, ich würde sagen, das zählt noch nicht als auf dem Monument platziert. Ach du Schande. Ja, weißt du was? Ja, wir arbeiten uns mal ganz fix nach hinten, bis ich den ersten Angriff in den Rücken bekomme von einem Zombie. Und irgendwie, naja, so ein Skelett. Ihr wisst ja, mit Knochen und so. Ey, könnt ihr mal aufhören, bitte? Ja, genau, beschäftigt euch gegenseitig. Yay, der erste Knochen. Gleich mal lernen. Gleich mal lernen. So, und den Pfeil auch. Und dann machen wir da draus gleich mal Bone Meal und das lernen wir auch gleich. So, und dann machen wir den Baum hier mal groß. Ja, das ist ein Baum, hä? Das ist ein Baum. Ja, das wisst ihr bestimmt auch. Ihr habt bestimmt auch mal irgendwann in Biologie aufgepasst. So, ich möchte hier mal gerne das ein bisschen ästhetisch ausführen. Und versuchen, ja, genau so ästhetisch. Sortieren wir das hier mal kurz um. Ich brauche meine Pickaxe auf der 1. Das wichtigste Minecraft-Item schlechthin, die Pickaxe. So, jetzt ist meine Frage, wenn ich das jetzt hier mache, das ist doch auch 1,5 hoch, oder? Ja, genau, da komme ich nämlich auch nicht hoch. Das ist herrlich, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und du komische Wisp da. Ja, genau, da war ich doch gerade dabei, was zu erzählen. Ja, der hat sich eine spezielle Version machen lassen mit Thormcraft Rewards und Gedöns. Aber, wenn man mal ehrlich ist, braucht man das gar nicht. Man muss nur Thormcraft installieren und diese Wisps, die hier automatisch erstellt werden, die lassen nämlich schon alles fallen, was man so braucht, um ja, die Sachen zu bekommen, meiner Meinung nach zumindest. Im Zweifelsfall, weil ich da falsch liege, werde ich da nochmal etwas nachhelfen. So, cheat-technisch. Ja, ja. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe mir nur überlegt, naja, die Wisps, die lassen Artefakte fallen und sie lassen Kristalle fallen. Also warum sollte ich mir die Sachen in irgendwelchen Truhen geben lassen? Und ich brauche definitiv Fackeln. Okay, aber ich habe es euch versprochen, deswegen machen wir das jetzt als allererstes Mal. Wir hauen diesen Brain-Zombie um. Und ihr seht ja auch, Brain-Zombies gibt es auch. Und der kann mir gar nichts. Oh, oder auch doch. Das liegt allerdings an diesen Fackeln hier. Wer weiß, was das ist, der weiß. 100 Millionen EU. Ja. Ihr lest richtig. Die wollen 100 Millionen EU von mir. Ja, ihr seht es nicht, aber ich schüttel gerade den Kopf. Denn ich habe den Großteil dieser Challenges auch nicht gelesen. Aber wir schauen mal. Hier seht ihr Shit Ton of Energy. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Small but mighty. Things that make you go boom, Power Ranger, Blood and Water, Fires of Hell, Solar Power, Blood, Sweat and Tears, Items of Power, The Rings, Advanced Machines, Gated Logic, The Bronze Age, Burned Rubber, A Redstone Paradise and Where Death Story Begins. Also,
Hier beginnt unsere Story bei Magenta. Ist das Magenta? Ja, ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, es ist lila. Also auf jeden Fall hier diese Farbe. Und das ist der Aufbau der Pyramide, die wir außen sehen. Also wir sehen, weiß ist hier in der Mitte. Und alles andere ist im Prinzip hier links daneben. Und wir gucken einfach mal zu unserer ersten Challenge, Where Their Story Begins. Und vielleicht wäre das am Nicht-Tag besser gewesen, aber... Ah ja, genau. Und dann haben wir nämlich noch die kleinen Slimer hier, die ja auch noch zu beachten wären. Vor allem, weil sie einen umbringen. Drecksviecher. Entschuldigung. Ja. Also, die Jungs sind auch noch nicht zu vernachlässigen. Hey, hey, hey. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich brauch Fackeln. Ich darf sie hier oben aber nicht kaputt machen. Okay, ich habe ein Stück Kohle. Damit könnte ich theoretisch... Hallo? Im Flug. Ja, ist klar. Ist klar, ne? Ist klar. Immer auf den Kleinen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Map spielt, aber so was ich mittlerweile beobachtet habe, man muss sich einfach darauf einstellen, einfach ein paar Mal zu sterben. Nein. Nein. Das ist ganz schlecht. Okay. Das ist wirklich schlecht. Er hat sich bei allen meinen Sachen in die Luft gesprengt. Hör doch mal auf damit! Mal ganz ernsthaft, warum muss man in dieser Map bitteschön mit einem halben Herz beginnen? Wo drin liegt denn da die Logik? Wenn man unten angekommen ist, dann lebt man doch sowieso. Ja, geh da runter ins Wasser, ist mir recht. Okay, ich habe meinen Philosopher's Stone. Was ich nicht habe, ist meine Truhe und mein Transmutation Table. Naja, geschieht dir recht, blödes Skelett. So. Okay, meine Truhe habe ich. Meine Truhe. Meine Truhe kommt nach da. So, ich habe mein Eisen noch. Ich habe noch Obsidian, aber ohne Stein. Ich brauche 4 Obsidian, um mir wieder einen Transmutation Table herstellen zu können. Okay. Okay, okay, okay. Erstmal hier die Löcher flicken. Ja, ich weiß, dass ich das den Stein wahrscheinlich brauchen werde. Aber ich gehe erstmal. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nu? Was mache ich nu? Na, das ist aber nicht so schön. Ich gehe erstmal gucken, ob darunter vielleicht ein paar Items gefallen sind. Ich bezweifle es ja sehr stark, aber naja, die Chance besteht. Es ist immerhin fast direkt darüber. Nö. Nö. Nö, du. Ich habe gerade überlegt, ohne die Dark Matter Pick und ohne Diamant Pick kann ich natürlich auch nicht das Obsidian hier unten abbauen. Okay, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich 5 Minuten auf die Platte zu stellen. In die Platte des Schandes. The Plate of Shame. Aber das möchte ich euch wirklich nicht antun. Ihr müsst mir schon genug beim Fällen zuschauen. Und da tauchen meine verloren gegangenen Items auf. Mein Gott, können 5 Minuten lange sein. Für euch nur einen Bruchteil einer Sekunde, für mich eine halbe Ewigkeit. Den Rest lasse ich natürlich in der Truhe, um genau zu sein... Nehme ich nur 3 Obsidian mit. Denn, ja. Ihr wisst schon. Hallo? Ja. Wir wollen ja nicht cheaten, beziehungsweise uns mehr bereichern, als notwendig ist. Ach ja. Ich brauche Fackeln. Ich brauche unbedingt Fackeln.
und ein Bett. So. Klasse. Wir haben noch nicht mal mehr genug. Nicht mal mehr genug Cobblestone, um eine Cobblestone Pickaxe zu machen. Was soll ich denn dazu sagen? Ganz ehrlich. Also. Wir machen uns jetzt eine Wooden Pickaxe. Ein Stückchen habe ich ja noch. Na, da reicht ja auch wieder nicht. Da brauche ich sogar noch den zweiten. Also gut, ich brauche nämlich noch ein Stöckele. Ein Stückchen. Hier, komm. Geh mich auf die Nerven. Um damit diesen einen Block hier zu zerstören. Um damit mir eine Cobblestone Pickaxe zu machen. Ganz schön lächerlich. Ja, ja. Lacht, lacht. Lacht mich aus, so viel ihr könnt. Jetzt brauche ich 8 Cobblestone. Und wo soll ich die jetzt kriegen? Unten, ne? Beim Cobblestone Generator. Weil bis ich hier 8 rausgepickt habe, ohne zu sterben, bin ich auch genauso schnell unten. Und du bist schuld. Nur du. Komm her. Lass dich hauen. Lass dich hauen. Oh, Feigling. Ey! Hab dich doch nicht mal getroffen, laut deiner Aussage. Oh, Nausea, super. Okay. Ich komme mit einem Industrial Craft Laser zurück, darauf kannst du aber wetten. Mann. Jetzt muss ich mich bloß daran erinnern, wo das war, auf welcher Seite. Ich glaube hier, ne? Das ist wohl der einzige Platz, an dem es Sinn macht. 1, 2, 3, 4, ne, auch nicht, 5, ach Quatsch. Also, da ihr es schon gesehen habt, ich sammle mir jetzt hier ein bisschen Cobblestone, vielleicht auch ein bisschen mehr als 8, wer weiß, vielleicht brauche ich es ja noch, und dann, ja, bis so gleich oben wieder. So, da sind wir wieder. Und wir wollen einen Ofen, den wir hier hinstellen. Und in diesen Ofen, naja, wir pflanzen erstmal noch diesen Sapling hier wieder, dass der in Ruhe mal wachsen kann. Oh, wir haben noch Bohnen hier, das ist gut. Legen wir unser Piece Charcoal und 8 Stein. Denn so viel kann ein Stück Kohle nun mal schmelzen. Das machen wir mit dem Rest. Den verwandeln wir in Half-Steps. Zumindest mal ein Teil. Und flicken das Loch. Was machen wir mit dem Rest? Das ist eine gute Frage. Mit dem Rest würde ich sagen, machen wir uns noch einen Ofen, denn wir brauchen jede Menge Charcoal, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Denn... ja. So. Aus Charcoal können wir dann nämlich uns normale Kohle machen und so weiter und so fort. Equivalent Exchange eben. So wie das halt nun mal funktioniert. So, und wir haben schon genug, um uns wieder unseren Transmutation Table zu machen. Gott sei Dank bietet der Transmutation Table die Möglichkeit, die Rezepte zu merken. Und warum mache ich das immer falsch? Also, das heißt, ja, werf weg. Alles, was wir gelernt haben. ist noch drin, wie wir sehen können. Sogar unser EMC-Wert, den wir noch drin hatten. Sehr praktisch. Ah, und wir können mal Smoothstone lernen. Das ist auch nicht verkehrt. Und ich glaube, ich muss leider eins dieser Charcoal jetzt hier mal benutzen, um mir eine Fackel zu machen. Sonst habe ich wieder genau die gleichen Probleme wie bisher.
Auch wenn die vier Chakren. Ne, wir machen das anders. Wir machen das so. Denn, wenn ich mich recht erinnere, das ist doch genau. Ein Piece, ein Stückchen Kohle gibt uns nämlich so viel Charcoal. Und jetzt haben wir es zumindest schon mal gelernt. Und dann machen wir uns ein paar Fackeln. So. Das sollte uns jetzt erstmal Monster vom Hals halten, wenn wir wieder rübergehen. Denn ich will euch ja natürlich noch zeigen, was für Challenges uns denn noch da so erwarten. So, jetzt ist erstmal die Frage. Ja. Genau. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen Material besorgen. Was nimmt man da? Wooden Planks, von mir aus. Und Smooth Stone. So, denn wir fangen jetzt hiermit an. Ein Stack Cobblestone. Was natürlich nicht richtig aufgeht. Was natürlich wieder schlau von mir war. Aber egal. Das wird schon gleich kommen. Denn das müssten schon. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt haben wir nämlich schon mal drei Stacks. Und jetzt haben wir schon neun Stacks. Und dann holen wir uns mal ein Stück Cobblestone immer, um das zu targeten. Denn das ist das, was wir brauchen. Ich mir jetzt bald mal ein Project Table machen würde, dann könnte ich das Ganze sogar noch schneller herstellen. Kaum zu glauben, oder? Ja, so ist das. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, wir können dann kein EMC zwischen Materie und Treibstoff hin und her tauschen. Was so dazu führt, dass wir, also zumindest können wir das nicht ohne Kleinstar. Und deswegen müssen wir gezwungenermaßen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen Holz bekommen. Genau, vielleicht nicht ganz so viel, denn wir brauchen noch ein paar Planks. Schon besser, aber immer noch nicht ganz da. Ich glaube jetzt. Ja. Und damit können wir jetzt uns jede Menge Holzkohle noch herstellen. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen sinnvolleren Weg, das zu machen, als den, den ich gerade wähle. Aber er sollte funktionieren. So, und wir haben gesagt, wir wollen mal zu dem Monument rüber, und ich habe jetzt endgültig die Schnauze voll von den Viechern da drüben. Ich mache mir jetzt ein Eisenschwert. Sei es Verschwendung oder nicht, mir ist es egal, ich mache mir jetzt ein Eisenschwert. Und ein Crafting Table wäre wahrscheinlich auch mal eine Idee. Wir gucken mal kurz, was wir von einem Project Table brauchen. Ah ja, drei Smooth Stone, eine Truhe und ein Crafting Table, das kriegen wir doch hin. Drei Smooth Stone. Hey. Drei Smooth Stone. So. Ist eine Truhe so viel mehr wert? Ist erstaunlich. Okay, eine Truhe. Dann bitte noch ein bisschen Holz. Dann kann ich mir nämlich ganz einfach einen Crafting Table herstellen. So. Das können wir eigentlich auch mal lernen. Und ja, dann haben wir, glaube ich, schon alles, was wir brauchen.
Crafting Table, Truhe, Holz und Mustern. Gibt uns unseren Project Table. Wunderbar. Civilized Crafting. Ja, da hat's aber recht. Dann das Schöne daran ist, wir können die Sachen einfach drin liegen lassen und wenn wir rausgehen, was ich ja immer so gerne mache, ich vergesse immer die Sachen im Tisch drin. Kein Problem damit. Es bleibt einfach drin. Die Stone Pickaxe nehmen wir auch noch mit. So. Gegen euch komische fliegende Viecher kann ich immer noch nichts machen, hä? Huh? Wobei, vielleicht auf dem Monument. Hey, nicht runterschucken. Runterschucken ist uncool. Schucken ist uncool. Blood, Sweat and Tears. Ne, da wollten wir eigentlich gar nicht hin, aber wenn ihr mal schaut. Hier ist Splash Potion. Also hier, die ganzen verschiedenen Potions. Fire Resistance, Swiftness, Healing, bla. Also wir müssen auch brauen, was wahrscheinlich die wenigsten von euch schon gemacht haben. Ja, komm her. Du Feigling, komm doch rein. Was, komm rein. Wo bist du? Hier, schießen kann jeder. So ein Feigling aber auch. Hol dich. Ha! Ja, genau, das habe ich nämlich gemeint. Hier, wir haben einen Wieskristall. Nur noch 8 weitere und wir können Blood, Sweat and Tears. Dann ist es doch die falsche Farbe. Wo ist denn where there's journey begins? Also, dann ist das Blood, Sweat and Tears. Wo waren das? Da hinten. Okay, das ist also die Farbe. Dann ist das hier. Ich hätte jetzt wetten können, dass das hier die da ist. Aber dann muss es wohl vertauscht sein, die Lämpchen. Hier von der Positionierung. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Mein Baum ist gewachsen. Juhu, ganz ohne Bohnen hier. Oh, hier. Hier. Brainies. Brainy Zombies. Ja, kommt her. Ich brauche Gehirne für Thorncraft. Ihr habt wohl keine Lust, eure Gehirne herzugeben? Wahrscheinlich habt ihr keine. Doch, ihr habt welche. Wunderbar. Schön. So habe ich mir das vorgestellt. Also, das ist es nicht. Das ist schwarz. Dann müsste es doch vielleicht hier sein, oder? The Rings. Naja, super. Das auch nicht. The Bronze Age. Ah! Eigentlich sollte, wie gesagt, diese Lichter hier ein Abbild der Pyramide sein, wo sich alles befindet. Okay, versuchen wir es mal da oben. Vielleicht bin ich ja echt... Na, ich glaube, das ist da oben. Duck, duck, duck. Das ist es nicht, das ist mir klar. Mal gucken, was das ist. Redstone Paradise. Also ihr seht schon, Redstone kommt auch dazu, aber... Where their journey begins. Genau, das brauchen wir. Und dann machen wir einfach mal den hier, den Screenshotterich. Und ihr seht, wir brauchen einen Screwdriver, einen Transmutation Table, den wir eigentlich schon haben. Wir brauchen noch einen Autocrafting Table, Iron Chest, Stone Bowl, Project Table, Scoop, 4 Torches und einen Jungle Wood Block. Komm her, ich will dich hauen. Oh, du hängst da fest, das ist mir recht. Was hängt da noch fest? Oh, nochmal ein Gehirn. Und noch ein Gehirn. Ich bin so schlau, ich habe so viele Gehirne. So. Also bringen wir unserem Crafting Table mal bei, was wir ihm beibringen können. Natürlich können wir ihm keine Thorncraft Items beibringen. Das hatte ich schon befürchtet. Leider. Wie sieht's mit unserer Kohle aus? Sehr gut sieht's mit unserer Kohle aus. Und irgendwie haben wir auch nicht alle Wooden Planks aufgebraucht. Das ist auch sehr schön. Dann holen wir uns hier mal irgendwas raus und verbrennen das Fuel, um möglichst viel Kohle zu bekommen. Denn mit der Kohle bekommen wir die nächsthöhere Stufe, und das ist Alchemical Coal.
Und da können wir uns gleich noch eine von herstellen. Super, wir brauchen jetzt nur noch vier und dann, ja. Ihr wisst schon. So. Die Frage ist jetzt, also wir haben noch kein Redstone. Das ist schon mal schlecht. Und für einen Kleinstar brauchen wir Mobius Fuel. Und zwar brauchen wir davon sogar ganze 8 Stück. Und wir bräuchten einen Diamanten. Außerdem, ja, wie machen wir das jetzt? Wir könnten mal schnell was anderes machen. Wir könnten mal eben schnell einen Eimer machen, den lernen. Oh ja, ich bin noch im Fuel-Lock-Modus, gut. Einen Eimer gelernt und dann können wir Wasser lernen, beziehungsweise einen Wassereimer. Das können wir aber wieder hin platzieren, dann müssen wir irgendwann nochmal unten uns die Lava abholen. Und dann könnten wir das Ganze nämlich ein bisschen umverlagern. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich denke, hierfür werde ich allerdings auch Redstone brauchen. Oh ja, jede Menge sogar. Und ich glaube. Nee, ich brauche keinen Furnace dafür, das ist gut. Kein Brick Furnace. Schick, schick. Gut, dann widmen wir uns mal dem Holz hier. Und ich würde sagen, wir sollten dann demnächst mal beginnen, EMC zu produzieren. Ja, das wäre wohl eine Idee. Ich überlege gerade ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Saplings müsste ich doch eigentlich bekommen von so einem großen Baum. Da ist doch gerade ein Sapling abgehauen, oder? Das habe ich doch genau gesehen. Da ist einer. Dann benutzen wir ein bisschen Bone Meal. Und dann haben wir schon wieder etwas Holz. 7 Stück, um genau zu sein. Okay, ich würde mal sagen, ich sorge mal ein bisschen dafür, dass ich noch ein bisschen mehr Holz bekomme und wir ein bisschen mehr Kohle haben. Und eigentlich, wenn ich mir das so recht überlege, könnte ich auch den Furnace mal lernen. Dann muss ich den auch nicht mehr herstellen. Und dann sind wir gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich mache mich gerade an dem Baum zu schaffen. Und ja, ich habe mir ein paar Eisenwerkzeuge gemacht, weil ich echt keinen Bock mehr hatte hier. Da ewig auf den Steinen rumzuhacken und so viel EMC muss man übrig haben, dass man sich auch mal ein paar Eisenwerkzeuge gönnen darf. Denn ihr seht's, ich habe mir schon 4 Goldbarren gemacht mit der Methode den Half Steps und naja, ich hab's euch gesagt: Transmutation Table und wir bekommen aus 4 Gold einen Diamanten. Den lernen wir auch gleich mal. Und damit haben wir jetzt schon eigentlich die Grundlage. Ihr seht, ich mache mir hier noch ein bisschen Charcoal. Und ja, das sollte dafür sorgen, dass wir dann so langsam aber sicher unseren, wie heißt's, Kleinstar bekommen, sodass wir dann uns um solche Sachen eigentlich keine Gedanken mehr machen müssen. Aber ich zeige euch mal eine Methode, wie es auch noch ein bisschen besser und schneller geht. Und dazu brauche ich einfach ein bisschen Cobblestone, würde ich mal sagen. Und die Minecraft-ähnlichste und wahrscheinlich leichteste Sache dürfte sein, sich einen Mob-Spawner zu bauen. Also eine Falle, in die die Mods reinfallen. Und dann, du bist hier. Na, du selbst mich jetzt wieder. Ja? Du bist jetzt wieder ewig weit weg. Und dann. Ja, komm doch her. Na, komm her. Feigling.
Und die dann dafür sorgt, dass die Mods, die da, Mobs, die da runterfallen, ihre wertvollen, lieben Gegenstände fallen lassen. Ja, du kannst mich hier nicht runterschmeißen, vergiss es. Und ich würde sagen, wir bauen die irgendwo. Na, was wir auch noch brauchen, ist String. Wir müssten mal ein paar Spinnen jagen gehen. Vielleicht kriegen wir auf dem Monument irgendwo ein paar Spinnen zu sehen. Ja, jetzt gerade, wo Nacht ist. Na, du haust wieder ab. Was mit dir? Ist zwar keine Spinne, aber vielleicht hast du ein Gehirn dabei. Ja, ist ja nett von dir. Wo sind denn die ganzen Spinnen? Spinnen denn diese Spinnen? Ja, macht einen Abgang. Die Spinnen, die Spinnen. Die Spinnen, die Finnen. Nein, das passt nicht. Die sind doch ganz lieb. Also hier. Hurricane Boot. Red Qatar. Pedestal. Ja, das wird richtig EMC kosten. Irgendwie sehe ich nur Zombies. Ich sehe weder ein Skelett, noch ein Creeper, noch eine Spinne. Okay, aber irgendwas hat mich... Ach, das warst du. Hab gedacht, mich hätte irgendwas abgeschossen. Und tschüss. Ja, diese Fackeln hier. Die sorgen dafür, dass Gegner weggepustet werden, sozusagen. Und ich verliere hier ganz schön ein Herzchen, ne? Naja, was soll's. Das ist allerdings eine gute Zeit, um sich vielleicht mal ein bisschen um das Essen zu kümmern. Und zwar, wir wissen ja, das gibt uns eine Stone Bowl. Und die lernen wir auch fix. Und wenn wir eine Stone Bowl mit den zwei Pilzen kombinieren, die wir haben, von denen ich nochmal kurz sicher gehen will, dass ich es auch wirklich gelernt habe. Vielleicht hole ich mir einfach nochmal fix ein. Ah, hier ist einer. Und da ist der andere. So. Nur um sicher zu gehen, bewahren wir jeweils mal ein Item auf. Man weiß ja nie. Naja, auf jeden Fall hier. Stoneball, Mushroom Stew, nam nam nam. Fertig. Ja, ja, so schnell geht das. Und die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die können wir verbrennen. Das kommt da rein. Das können wir verbrennen, wie ich gerade gesagt habe. Und wie viel brauchen wir denn noch für noch eine Mushroom Stew? Doch so viel? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine Bowl, ein Pilz, eine so. Das müsste eigentlich sehr seltsam. Habe ich das nicht gerade gelernt oder kann man das nicht lernen? Ah, ich hatte es nicht gelernt. Ha, ich habe es gleich gegessen. Das ist der Grund. 72 EMC ist das natürlich wert. Und dadurch taucht es jetzt hier auf. Oh, das ist sogar eine 70 EMC. Na, das ist ja schön. Stimmt, weil die Stoneball ja nicht dabei verschwindet. Gut, also, wir haben Essen. Wir haben EMC. Wir haben Diamanten. Wir warten auf Kohle. Jede Menge. Auf jede Menge Kohle. Habe ich Alchemical Coal noch nicht gelernt, was ist aber schlecht. Ganz schlecht. Denn so kriegen wir natürlich unsere Alchemical Coal. Und um genau zu sein, ist nämlich ein Stack Holz ein Mobius Fuel. Und das haben wir jetzt auch. Das heißt, 2048, das heißt, da wir noch davon noch 8 brauchen, brauchen wir also 8 Stack Holz noch, was ja doch ein bisschen was an EMC ist. Mal gucken. Oh ja, ganz toll. 8 Stück aus einem Stück Eisen. Also 4 Stück noch, das heißt 128 brauche ich noch. 128, so, ich möchte nämlich gerne mal wissen, wie viel ein Stack Wood ist. 2048, also im Prinzip ein Goldbarren.
Das ist interessant zu wissen. Naja, du gehst mir echt auf die Nerven. Ich hol mir bald einen Bogen und dann bist du fällig. Hast du gehört? Ja, genau du. Genau du. Genau dich meine ich. Dich, ja. Aber euch meine ich natürlich nicht und euch sage ich euch. Wir sehen uns nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Feed the Beast.